Chaos-Freunde A bis Z, ich begrüße euch total recht herzlich. Dieser Videoclip wird schätzungsweise etwas weniger so an Zeit, weil ich an sich nur über etwas berichten möchte, was jedem passiert mittlerweile. Wir bestellen überwiegend bei Amazon oder überhaupt online und versuchen dann die Ware zu bekommen. Ja, und das passiert leider auch. So, wir sind ja nochmal elektronisch. Wie gesagt, wir sind auch Amazon verrückt, auf Deutsch gesagt. Wir bestellen bei Amazon, weil es schneller geht. Also, ein Kunde bestellt ja bei uns Figuren. Ich habe sie eben gegriffen. Gesetzesfall, ein Kunde hätte die haben wollen und ich hätte die jetzt, sag ich mal, für 5 Euro bestellt. Und in der Hoffnung, dass Amazon diese dann auch ausliefert. Ja, das passiert euch sicherlich auch. Also, wir haben da was ganz Merkwürdiges. Am Donnerstag, den 12. Haben wir dann bestellt. Ne, war der 13. ist egal. Also Donnerstag, der 13. hatten wir bestellt. Ein Kunde kam rein, war auch vorrätig, kam 18 Euro, sage ich hier. Drücke ich drauf und laut Amazon sollte es am Montag, den 17. geliefert werden. Da saß ich da so sonntags am 14., nee, am 16., Sonntag am 16. Saß ich dann da, auf einmal sagt mein Computer, die Ware wäre schon geliefert. Sorry, wie geliefert? Am 15., Samstag, wäre die dann geliefert um 12.20 Uhr und nicht von Amazon, sondern von DPD. Heute, am 17., habe ich dann recherchiert, stand da, dass wir heute nicht mit Amazon liefern, sondern mit DPD. Also auf Deutsch, eine total dubiose Geschichte läuft doch bei Amazon zwischendurch ab. Ja, da verschickt jemand was für 18 Euro, sage ich jetzt mal, in diesem Fall. Und dann wird behauptet, dass Amazon nicht liefert, sondern DPD. So. Man kommt ja dann hier hin, man meint, man hat da so ein Zettelchen. Weder ein Zettelchen, weder ein Nachbar, niemand, gar kein, niemand hat irgendwo irgendwie was bekommen. Und man wüsste jetzt auch nicht, ich renne jetzt hier nicht durch die halbe Stadt und gucke nach, wer das hätte haben können. Wenn, kommt dieser sicherlich vorbei und gibt mir das, aber schätzungsweise nämlich nicht. Rücksprache mit Amazon, Marketplace. Ja, Amazon Marketplace. Das heißt also, dass da Leute sind, nö, kriegt man einfach die 18 Euro wieder. Ich meine, der Kunde wird mich dumm anschauen, wenn die Ware nicht da ist. Na, ist klar. Hallo. Weihnachten, 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 immer hektisch. Okay, es geht darum. Ihr bestellt eine Figur für 18 Euro. Und laut Amazon soll die dann am Montag irgendwann erscheinen. So, und wenn ihr Glück habt, erscheint auf eurem PC, dass die Ware schon ausgeliefert oder unterwegs ist. Bei Amazon läuft momentan ziemlich viel wieder schräg, ist wieder Weihnachten. Letztes Jahr Weihnachten werde ich nie vergessen, ist so eine Ware so gekommen, wie sie ist und hier einfach draufgeklebt. Der Kunde fand das nicht so toll, dass die so beklebt war. Wir hatten großes Glück, dass wir es irgendwie abbekommen haben, weil wer verschenkt schon so eine Figur? Diese Figur ist jetzt synonym, ja, hat also nichts mit der Figur zu tun, die da hätte kommen sollen. Gut, ich stellte gerade fest, das war eine Figur aus dem Jahre 2015, aus dem Film Die Macht ist erwacht. So, und zwar Chewie. So, Chewie sollte 18 Euro kosten, habe ich also für den Kunden auch bestellt, ist klar. Und dann kam, ne, und so, ja. Ja, war unterbrochen worden. Also wie gesagt, wir haben für einen Kunden eine Figur bestellt, der diese Figur auch haben möchte, weil er sie ja verschenken möchte. Ja. Diese Figur sollte angeblich heute kommen. Ja. So, und am Wochenende, am Sonntag, stand da, wäre schon am Samstag geliefert worden, statt Amazon unter DPD. Fand ich stark, was für ein Zinnober da gemacht wurde. So, diese Figur sollte 18 Euro kosten, kostet jetzt 50 Euro und braucht vom selben Hersteller da, also Versender,
6 bis 10 Tage. Schon sehr merkwürdig. Also man hat angeblich die Figur hier hingeschickt für 18 Euro. Dann ist die irgendwie, keine Ahnung, ausgehändigt worden. Die muss ja jeder, muss ja irgendeiner haben. Es gibt weder einen Zettel, es gibt weder einen Nachbarn, es gibt niemanden, der diese Figur entgegengenommen hat, nur auf dem Papier. Also sprachen wir mit Amazon und Amazon hat einfach das Geld, diese 18 Euro, wieder gut geschrieben. Aber da hat der Kunde ja nichts von. So, jetzt haben wir versucht, diese Figur zu ordern, irgendwo herzubekommen. Unter 50 Euro ist diese Figur dann plötzlich doch nicht mehr zu haben. Ja, und vor Weihnachten auch nicht mehr. Ja, mal schauen, wie der Kunde darauf reagiert. Ja, ich meine, ist ein bisschen merkwürdig alles. Wir haben ja, also wir bestellen und dann drücken wir drauf, schwuppdiwupp, kostet die 50 Euro, nicht mehr 18 Euro. Hammer. Ja, und man muss 10 Tage warten, bis die Ware dann kommen würde. Ja, ich verstehe diese Zinnober nicht. Man behauptet, die Ware ist raus. Dann wird behauptet, dass die Ware ausgeliefert worden wäre. Die muss doch irgendeiner bekommen haben, oder nicht? Da steht nicht, dass sie zurückgegangen ist oder was. Gar nichts. So, natürlich wurde beschwert bei Amazon, ist ja wohl klar. Und schwuppdiwupp, wie gesagt, ist sie teurer. 32 Euro teurer. Ja, also merkwürdig ist das schon, das ganze Benehmen. Man las heute auch, dass Amazon da wieder im Streik war. Gott sei Dank haben wir die Ware bekommen für einen anderen Kunden, weil wir bestellen jetzt sehr viel im Moment, ist ja Weihnachten. Andere Kunden haben heute Morgen abgeholt, auch gut, dass die Ware da war. Wie gesagt, einen Teil haben wir für einen Kunden, das ist schon mal in Ordnung. Der andere Kunde, wie gesagt, da müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Ja, ist halt so. Ja, müssen wir mal schauen. Ja, müssen wir mal gucken. Ne? Ja, was haben wir denn noch da? Sonst ist alles in Ordnung. Ich wünsche euch weiterhin tolle Tage. Wie gesagt, Heiligabend mache ich sicherlich eine Sendung und die werde ich dann auch senden. Versuche eine gute Sendung für Heiligabend zu machen. Ja, wird immer weniger hier. Die Figuren gehen ihren Weg und werden dann unter dem Tannenbaum ausgepackt werden und derjenige, der die Figuren bekommt, wird sicherlich sich erfreuen. So, an dem anderen arbeiten wir noch, finde ich nicht lustig, finde ich ein bisschen merkwürdig alles. Ja, also online, wer online verteidigt, da, naja, ich würde mir online mal ein bisschen näher anschauen. Dass wir das jetzt hier machen, ist klar, weil wir nicht so viel Zeit haben. Wir sind froh, wenn wir die Ware hier geliefert bekommen und wir die dann auch direkt haben und dem Kunden weitergeben können. Wir haben jetzt keine Zeit rumzufahren und zu gucken, wo können wir die günstiger einkaufen. Natürlich könnte ich im Großhandel, aber Großhandel lohnt sich schon gar nicht mehr, weil der Großhandel viel teurer ist wie so eine Figur. Im Großhandel kann man auch nicht nur eine Figur ordern, da muss man für ganz viel Geld ordern. Das haben wir eine Zeit lang ja auch gemacht, damit wir einen Warenbestand haben. Und den hatten wir ja auch und diesen Warenbestand werden wir jetzt auslösen und dann abgeben. Wie gesagt, wir haben ausgewählte Ware, die es nicht so bei Toys R Us oder hier um die Ecke gibt. Ja, und dann muss man natürlich zuschauen, dass ein Kunde sowas haben möchte. Ja, die sind rar gesät mittlerweile. Es klappt alles nicht mehr so, wie man sich das vorstellt. Aber ist okay. Also, man ist zufrieden. Ja, komischerweise beenden wir jetzt. Nicht mit Figuren, sondern mit Resistance. Am Wochenende war auch kein Resistance. Ich müsste mal Disney XD anrufen und nachfragen, was los ist mit Resistance. Ja, okay. Ich fand das sehr, sehr nett vorhin, wie einer rein, ey, machst du wieder Video? Jo, sorry, ich mache wieder Video. Musste ich aber ausmachen, war klar. So, jetzt mache ich auch wieder aus, weil jetzt ist Feierabend und ich wünsche euch was, einen tollen Abend noch. Ja, bald ist Weihnachten. Ist nicht mehr lang, geht ratzfatz. Zu Weihnachten bei Star Wars unter den Star Wars Freunden A bis Z. Ja, Weihnachten ist ja immer so eine Geschichte, wisst ihr. Ich habe ja damit angefangen, ich werde die jetzt wohl vollenden. Wie gesagt, ich habe meine Kunden, Star Wars Kunden, die hier ihre Figuren bestellen, weil sie nicht bei Amazon, nicht online, sondern analog
die Figur in die Hand nehmen, mit der Figur sich identifizieren, kaufen, mitnehmen. Das sind meine Kunden. Meine Kunden mögen online nicht, elektronisch auch nicht. So, jetzt haben wir natürlich ein Pech. Ich muss natürlich elektronisch einkaufen, muss auch beim Großhändler einkaufen. Für eine Figur kann ich beim Großhändler nicht einkaufen. Ich bin dann also doch schon gezwungen, bei Amazon einzukaufen. So, Amazon hatte mir die Figur angeboten für 18 Euro. Chewbacca aus dem Jahre 2015 natürlich sofort bestellt. Hätte kommen sollen am 17.12. Ja, laut Rechner wäre die aber schon längst am 15.12. ausgeliefert worden. Weit und breit. Heute ist schon der 18.12. und die Ware ist bis heute nicht eingetroffen oder was weiß ich auch immer. Mit Amazon natürlich gesprochen. Amazon sagt natürlich, Marketplace, tut uns leid. Ja, Ende vom Lied, Geld zurück. So, Geld zurück, schön, toll. Ich dem Kunden gesagt, ich gebe Geld zurück. Geld zurück ist kein Geschenk, da hat er recht. So, das sind so die kleinen Sachen, wo wir mit uns auseinandersetzen müssen. Wir kleinen Händler, die versuchen, unseren Kunden da, wie gesagt, analog noch was zu bieten, die auch noch analog haben möchten. Sind ja nicht alle digital verstört. Aber mittlerweile komme ich auf die sogenannte weihnachtliche Geschichte von Scrooge. Wir leben in Scrooge. Wir leben nicht im Mittelalter, wir leben auch nicht im 18. Jahrhundert. Viele Filme von Scrooge, ob Mickey Mouse, 36, 54, 69, ganz neu. Die Geister, die ich rief, super, super neu gedreht. Scrooge bleibt Scrooge. Das sind unsere Regierungsleute, das sind unsere Politiker, das sind unsere Banker. Ja, Amazon ist jetzt auch ein riesenreicher Mann, dem auch alles egal, denn am Anfang hat er sich anders benommen. Wir Amazon noch funkelnagelneu und dann hat irgendeiner auf dem Marktplatz so etwas gemacht, denn laut Amazon war das ein Verkäufer auf einem sogenannten Marktplatz. Nun, dieser Verkäufer hat dann uns zurückgeschrieben, habe ich dem Kunden auch gezeigt, ja, wo ist denn die Ware? Ne, wirklich, ja, wo ist denn die Ware? Und all solche Sachen, wir können Ihnen dabei nicht helfen, wir haben keine mehr. Dann fragt man sich aber gerade, wenn diese Ware für 18 Euro am 17. hätte kommen sollen, angeblich am 15. schon da war, ja, mit allem digital, aber keiner weiß wo, keiner weiß, keiner hat, ne, ist nicht, keiner, nix, gar nix. Und jetzt, wenn man reinschaut, derselbe Verkäufer verkauft diese Ware dann nicht mehr für 18 Euro, sondern für 50 Euro. Haut 32 Euro drauf und schreibt unten drunter, die Ware wird dann voraussichtlich 5 bis 10 Tage dauern, bis sie ankommt. Wie geht das? Wie geht das? Also am 13. bestellt, am 15. schon da. Also am 13. bestellt, am 17. hätte die da sein sollen. Eher nicht. Und kam nicht über Amazon, kam über Marktplatz, kam nicht über Amazon ausgeliefert. Nein, wir müssen DPD nehmen. Ganz raffiniert. Also auf elektronische Wege werden wir hier beschissen, die analog kaufen möchten. Die Ware analog. Weil der Kunde sagte, ich kriege die nirgendwo. Na, ist richtig, er war bei Toys R Us und so weiter. Er bekam diese Figur nicht. Gut, ich hätte jetzt nach München-Gladbach fahren können. Der hat ja Donnerstag, Freitag, Samstag offen da, 4 Stunden. Da eben gucken, ob ich da nicht einen bekomme. Weil mein Kunde hat immer so spezielle Sachen, Mary Jane wollte haben, ja, in einer gewissen Version und dann ein Kopfgeldjäger, auch eine wunderbare Version. Ich dann nichts wie hin, okay, dann war der Preis heiß, 89 Euro für eine Figur, das war ihm dann doch zu teuer, sag ich ja. Er gibt so zwischen 18, allerhöchstens, kommt auf die Figur an, bis 50 Euro aus. Reicht ja an sich auch. Star Wars ist eine Aktion. Star Wars ist Aktie. Für mich ist Star Wars Leben. Mir macht es riesen viel Spaß, mit Star Wars umzugehen, zu Hause, privat, hier auch im Shop. Besonders, wenn man die Hörspiele sich angehört hat. Das Hörspiel über den Dark Lord, ja, den dunklen Lord, sind 4 CDs voll, 4 Stunden, die man sich da anhören kann, über den Darth Vader, wie er die 25 Kilo wiegt die Platte hier oben. Er ist eine Art Cyborg. Wie er nachdenkt, wie der Anakin durchkommt, das macht unheimlich viel Spaß. Ihr merkt schon, Kopfkino. Heute Morgen habe ich mir da noch gewisse Sachen angehört.
die man da so findet im Netz, bei YouTube, 25 Minuten, 49 Minuten, 60 Minuten. Die sind natürlich von irgendjemand da eingespeist, dann nur gezielt auf diesen Monolog, Dialog, Prolog, je nachdem, was man da gerade hört. Ja, über Thrawn-Trilogie zum Beispiel oder Darth Vader-Trilogie zum Beispiel oder überhaupt die Trilogie oder 1 bis 6. 1 bis 6 gibt es im Internet, schön lang. Macht auch Spaß. Und wenn man die dann angeboten bekommt für zu Hause, bei Chibo zum Beispiel, 6 CDs, dann ist man enttäuscht, weil diese 6 CDs wirklich hart geschnitten, auch wirklich nur auf 60 Minuten, und das Wesentliche hat man weggenommen. Dann macht das natürlich keinen Spaß. Gut, wenn es dann 14,95 kostet, ist in Ordnung. Bei Amazon 28 Euro, da wäre dann doch ein bisschen... Na, also man muss halt aufpassen. Worauf will ich heute hinaus hier? Am 18.12. möchte ich hinaus, dass Star Wars eine Art Börse ist. Viele tun so, als wären sie Fan von Star Wars, aber in Wirklichkeit sind sie weder ein Fan, sondern sie wollen halt Geld damit machen, weil sie ja wissen, dass wir darauf anspringen. Auch ich erst recht, der Sideshow Hot Toys mag. 1 zu 6 Figuren, 12 Inch Figuren mag, also 30 cm etc., höchstens 10 cm, 15 cm Figuren, dann auch die Originale von Disney aus Metall. Diese Serien mag ich sehr, das ist halt was für mich, weil ich ja auch immer an meine Kunden denke, damit die auch, es macht Spaß, wenn die Kinder am Schaufenster vorbei, Star Wars, oder diese leuchtenden Augen, wenn die Eltern hier arbeiten und die Kinder dann an den Figuren und alles, das macht Spaß. Die Kinder haben was zu tun und die Eltern können in Ruhe arbeiten, ja, und unser Eins findet es auch super, weil ich mag nun mal diese Geschichte, und da ich mir die Hörbücher, wie gesagt, alle mir so nach und nach angehört habe, viele, viele Stunden, auch viele Filme, Clone, also die gesamten Clones, die Rebels, sogar Resistance, mir angeschaut, und dadurch kommt man ja, ja, wenn dann der Goldene, der Rote, der Silberne, ist ja Pasma. Aber jetzt kommt der Goldene, der Oberste, ja, und so weiter. Man muss diese Figuren ja erstmal, Kanata und wie die alle heißen, man muss die sich erstmal, ja, und dann auch diese Schiffe, ja, die, diese ganze, diese geheimen Schiffe, die da irgendwo im Weltall geparkt stehen, weil ein Virus die da hingeschickt hat und man die durch Zufall dann entdeckt hat, und mit dieser Armada kommt dann der Thorn und so weiter und unterjocht sie und kann sogar und was weiß ich nicht alles. Ihr merkt, Kopfkino. Ich bremse auch ein bisschen, weil sonst komme ich hier wieder über das Zeitlimit. Ich will euch ja auch gar nicht so lange unterhalten, weil ich ja immer noch diese sogenannte Sendung machen möchte mit mehreren, um damit sehr viel Spaß zu verbreiten, denn darum geht es mir persönlich, um Spaß zu verbreiten, Kopfkino zu machen, darüber zu sinnen, Hammer, hat er recht, hat er nicht recht, ja, er hat recht, da hat er nicht recht, da können wir und da können wir. Macht tierisch viel Spaß. Ich höre mir ja diesen Österreicher da bei YouTube an, wenn er da loslegt und uns da irgendwelche dramaturgischen Szenen da auseinander nimmt. Ja? Also es gibt die Hollywood-Version, die stimmt vorne und hinten nicht. Mein Kunde guckte mir an und sagt, Kylo gibt es an sich gar nicht. Rey gibt es an sich auch nicht. Es gibt einen ganzen Planeten von Leuten, die da Schrott suchen, also Schrotthändler, die mit Schrott handeln. Und Kopfgeld und was weiß ich nicht. Aber jedenfalls Rey und Kylo gibt es an sich nicht. Nö. In keinem Hörspiel, in keinem Comic. Ja, das ist eine Erfindung. Keine Ahnung, wer die beiden da plötzlich erfunden hat. Also Mary Jane wäre mir gut, wenn die linke, sagen wir mal so, die linke und die rechte Hand von dem Imperator. Sie sagt ja immer, ich bin die Rechte. Ja, und die hört ja auch immer die Stimme, ich muss Luke. Ne? Bis sie nachher feststellt, dass der Luke es gar nicht war, sondern sein Vater, der den Imperator da in den Schlund geworfen hat. Ja, also wie gesagt, wer Hörspiele sich wirklich anhört und sich Szenen zusammensetzt, von mir aus auch Bilder zusammensetzt in seinem eigenen Geist, das macht unheimlich viel Spaß. Ich freue mich heute auf die Lieferung, deswegen habe ich damit angefangen, weil ich nachher, wenn die Lieferung kommen sollte,
ich das dann da reinhalten kann und sagen kann, yippie, ich habe meine Hörspiele bekommen, ich habe 4 Stück bestellt, und zwar die ganz neuen 4, ja, 2015, 2016, 17 und 18, also die Disney, die habe ich nämlich noch nicht gehört, die gibt es noch nicht, die sind noch nicht freigeschaltet, ich kenne halt nur die alten, sehr alten und sehr, sehr alten. Ich habe heute Morgen die von 1978 von der Philips aufgenommen, auf einer Schallplatte mir angehört, und Hammer. Wie die Sprache damals noch war, 78, wie die Dramaturgie von Krieg der Sterne da übermittelt wurde, die Originalsprecher zu hören waren, aus der Version von 78 auf einer Schallplatte von Philips hergestellt. Hammer. Also da war man, wie gesagt, vor 42 Jahren war ich heute Morgen wieder, und die Atmosphäre auf dieser Schallplatte war wieder da. Am 9. Februar 1978 war Star Wars in den Kinos hier in Deutschland. So, und am 9. Februar 2019 ist das 42 Jahre dann her. Und das ist nicht mehr lange. Das ist nicht mehr lange, das sind 8 Wochen von heute an. Und dann ist die Sache 42 Jahre alt. Und wenn wir Glück haben, am 25.12. kommt dieser sogenannte Teaser. Wann er kommt, weiß ich nicht, aber er soll kommen. Und dann wissen wir den Arbeitstitel. Und wer sich da wieder die Mühe macht, jede Sequenz auseinanderzunehmen, Bilderchen zu machen. Letztens, wie gesagt, der hatte da jedes einzelne Bild online gestellt. Es geben sich so viele, so viel Mühe. Da muss man einfach mal sagen, Dankeschön, dass ihr genauso verrückt seid wie meiner einer oder andere. Dass wir sozusagen echte Star Wars Freunde sind und uns mit Star Wars identifizieren, mit Star Wars leben, Spaß haben, um uns haben. Ja, na, und jetzt wartet ihr, bis die Ware kommt, dann zeige ich es euch. Jetzt erstmal bremse ich wieder, ja, trinke mir ein Käffchen aus der sogenannten Star Wars Tasse. Ne? Star Wars. Das muss sein. Muss sein, da geht kein Weg dran vorbei, schön warm, ist nämlich kalt. Aber so kalt auch wieder nicht. Heute ist mal wieder Sonnenschein. Deswegen habe ich auch schätzungsweise wieder so gute Laune. Weil wenn das Wetter so ist, gestern war wieder, aber heute ist wieder, ne, macht wieder Spaß. Es freut mich, dass ihr zugeschaut. Also wie gesagt, nach diesem Klick hier geht's weiter. So, heute bei Star Wars, wie gesagt, geht hier um Star Wars Ware. Ist Ware, bleibt Ware, ist Spielware, da geht kein Weg dran vorbei. Wir als Sammler, wir, die Star Wars mögen, machen daraus unseren Kult oder nicht Kult, je nachdem. Nur vorhin, wie gesagt, war DPD da, für jemand anderen habe ich halt angenommen und die Dame hat es dann abgeholt. So einfach ist da auch eine Figur fürs Kind. So, meine Figur, die für den Kunden, der Kunde war gerade da, war natürlich sehr traurig darüber, dass das so schräg gelaufen ist. Ich habe mein Veto bei Amazon eingelegt, Amazon reagiert nicht, gibt mir mein Geld zurück und gut ist. Ja? Also ich finde es manchmal nicht so toll mit Online, was da so abläuft. Also eins ist klar, die bei eBay negativ aufgefallen, schwirren jetzt bei Amazon Marketplace rum und machen da ihr Unheil genauso weiter, wie sie bei eBay gemacht haben. Nebenan haben wir eine riesen Post. Besser eine Postbank, die halt noch Post anbietet, weil sie mal Post war. Ja, die wollten mir das mal zugänglich machen, sagen, nee, ich mache hier nichts mit den Sachen, das bringt nichts, weil dann schaffe ich meine Kunden, ich kann nicht, das geht nicht, das klappt nicht. Ja, da war gerade noch einer da, der irgendwelche Filme da hatte, aus dem Jahr 1933, keine Ahnung. Ihm habe ich erstmal erklärt, wie teuer pro Meter ist. Ich meine, wir recherchieren, wir reparieren, wir stellen her, wir und so weiter. Wir arbeiten halt am Film, davor, dahinter und so weiter. Und wir restaurieren auch Film. Ist klar, 1933, das ist wohl ein ziemlich alter Film, der auf sehr alter Basis funktioniert. Und der, wie gesagt, ja, mach mal eben. Nee, das geht nicht, also wenn wir es ordentlich machen. Und wenn dann angeblich 4 Stunden ist, ich weiß zwar nicht, was diese Klöpse sollen, keine Ahnung. Also man muss viel zu Weihnachten hier erleben, also muss ich einfach mal so in die laufende Kamera sagen. Also es sind hier so viele Schrägeinheiten unterwegs, manchmal, da meine ich auch, die haben den Plan von Weihnachten irgendwie nicht
verstanden oder sind der Meinung, man müsste zu Weihnachten da einige Sachen machen. Ich habe auch gerade einen Anruf gekriegt, weil sich ein Kunde gestern da von Zug geschmissen hat. Und dann musste ich mir auch alle Einzelheiten anhören. Dann hatte ich einen anderen Kunden gehabt, der mir sagte, meine Güte, was sie sich alles anhören müssen. Ja, sag ich, das ist halt so. Und dann noch sowas mit Amazon. Also wir Kleinstunternehmer erleben doch die dollsten Klöpse, wenn wir Dienstleistender sind. So, jetzt haben wir eine Mittagszeit. Die Sonne lacht immer noch, ist immer noch super kalt. Am 18.12.2018. Was soll man da machen? Das ist halt so. Und wie gesagt, die Dame hat ihre Ware abgeholt. Das klappt. Also der DPD-Mann kommt, schellt, klappt nicht, kommt zu mir, gibt mir die Ware. Ich gebe es dann der Kundin. So, und wo ist dann meine Ware? Ich fand das sehr interessant, dass die Ware nämlich jetzt verschwunden ist. Solltet ihr, also spät eingeschaltet habt ihr euch ja nicht. Ne? Ich habe ja nur kurz unterbrochen. Ich warte nämlich auf die besagte Hörspielware, die ich euch da vor laufender Kamera zeigen wollte. Und darauf eingehen auch. Ja, wie gesagt, Chibo hat das angeboten. Und hallo, Grüße. Wie geht ihr mit Online um? Also meiner einer hat ja jetzt gerade eine Chewbacca-Figur aus dem Jahr 2015 für einen Kunden bestellt, ist nie angekommen. Fand ich sehr hochgradig interessant. Also nochmal, laut Internet, laut Google habe ich am 13.12. diese Figur bestellt. Toll. Nur mittlerweile gibt es diese Figur bei Star Wars. Gehe ich auf Star Wars, lande ich bei Disney. Und bei Disney habe ich diese Figur nicht bestellt, sondern ich habe diese Figur bei Amazon bestellt. Und angeblich bei der Firma M&L. Also M&L, eine Spielzeugfirma aus Deutschland. So, dann geht man auf diese M&L-Seite, weil von denen bekam ich ja ständig die Nachricht. Also laut Google habe ich angeblich bei Disney bestellt, weil da steht ja, sie haben am 13. bestellt und dann steht da Amazon, also da steht jetzt Amazon Star Wars, bin aber in Wirklichkeit bei Disney. Ja, also alles ein bisschen merkwürdig. Ne? Also Amazon hatte mir dann geschrieben, könnte mir nicht helfen, weil ich wäre auf dem Marketplace gewesen oder ich hätte die Figur da auf dem Marketplace kauft. Also schwer merkwürdig. Also wenn man diese Figur anklickt, um die nochmal kaufen zu wollen, kostet die statt 18 Euro 50 Euro. Wollen wir uns jetzt nicht drauf an. Ich bin nur sehr verwundert, welche Klicksysteme. Also bin jetzt hier bei Amazon Star Wars Marketplace. Sieht man gar nicht, dass das ein Marketplace ist. Da steht ganz fett Disney. Also Disney verkauft über Amazon ihre Ware. Und hat da eine eigenständige Geschichte. Also oben drüber steht Amazon. Dann habe ich zwischendurch meine Prime-Ware. Alles sehr merkwürdig. Ja, und dann steht da plötzlich Haushalt und Wohnen. Also ist ein bisschen merkwürdig bei Amazon. Amazon sollte an sich das verkaufen, was Amazon sagt. Ich finde das hochgradig interessant, da die Ware ja nie angekommen ist. Also der Kunde ist stinkig und ich habe ihm versprochen, jetzt zu recherchieren, ihm diese Figur, er sagt, ey, besorg mir die Figur, ne? Und jetzt Preislerfaden, keine Ahnung, soll mich dort anmelden, um den Preis zu sehen, Leitfaden zu verkauften Artikeln, also online kann hin und wieder mal schwer merkwürdig sein, besonders mit Chewbacca. Weil Chewbacca ist nicht immer toll anzuschauen als Figur. Der sieht manchmal hässlich aus. Ist so. Das sagen meine Kunden, nicht ich. Chewbacca ist Chewbacca. Also ich habe Chewbacca in vielen Formen, aber nicht beweglich, sondern starr. Er steht starr, von der Firma Disney mal geliefert. Das wollen die Kunden nicht, die wollen den ja zigmal bewegen. Ja, und ich meine, die Version Chewbacca aus dem Jahr 2015 sah gar nicht mal so schlecht aus. Und ja, die sah irgendwie gut aus. Ich meine, für 18 Euro ist okay. Aber jetzt kostet ja 50. Hallo, Grüße. So, jetzt ist es soweit. Wie gesagt, zu Amazon Business.
gehört man als Firma, wir sind und gehören auch zu Amazon und betreiben auch, aber wir würden niemals einen Kunden so prellen. Ein Fehler kann passieren, aber nicht so. Ne? Ist egal, mit der Figur Chewbacca stimmte was nicht, denn so kommt die Ware an. Hier ist sie, ne, dann macht man sie auf und dann hat man das, was man auch bestellt hat. Und dann ist es da. Ich meine, Amazon verwirrt die Leute sowieso, das ist schon mal klar. So, ich freue mich drauf. Ich habe mein Weihnachten, das ist nämlich für mich persönlich, nicht jetzt für meine Kunden. Ich habe die jetzt nicht für meine Kunden bestellt, sondern ich habe sie für mich bestellt. Das Erwachen der Macht. Dann der letzte Jedi. Vor allen Dingen Rogue One und Han Solo. So, ich habe die natürlich als Filme in 3D, 4K, HD, bla bla, alles da. Aber als Hör hatte ich sie nicht. Und seitdem ich mit dem Hören angefangen habe, natürlich werde ich auch die uralte, ich sage ja heute Morgen eine Schallplatte noch aus dem Keller geholt und heute Morgen aufgelegt und von Philips war das, dann gehört vom 9. Februar 1978. Da kam der auch ins Kino, der Film. Danach, wie gesagt, so ein Hörgenuss auf Schallplatte. War auch nicht billig damals, 21,95 Mark. Also billig war Star Wars an sich noch nie. Aber es hat richtig viel Spaß gemacht, schon das Knistern alleine. Und dann, wie gesagt, diese alte Sprache, das alte Star Wars, ja, wie Jabba the Hutt beschrieben wurde, wie überhaupt alles beschrieben wurde. Und halt auch die ganz, ganz, ganz neuen Sachen, die da, wie gesagt, jetzt laufen. Die sind ja komplett anders. Aber der damals gesprochen, spricht halt heute noch. Und das ist gut, dass es den noch gibt. Ich weiß nicht, wie alt er heute ist. Seine Stimme ist markant. Er spricht rein Star Wars. Na, und genial auch Star Wars, The Clone Wars, war auch eine schöne Geschichte überhaupt. Fox, also Star Wars hatte Flair, Star Wars der Beginn mit Fox, dann mit THX und dann der Film, das war was. So, jetzt hier einfach nur Puff, Solo, Puff, ne? Rogue One, Puff, der letzte Jedi, Puff, ne? Das Erwachen der Macht. Und da die ja nicht so teuer waren, ja, die waren nicht so teuer, obendrein bekomme ich, oder, ja, warum das so ist, weiß ich nicht. Ich bekomme einen Row, was ich auch immer mag. Ein Row, ich kann die abrufen. Internet, also ich kann sie streamen. Das habe ich nicht bestellt, werde ich auch nicht machen, weil ich nicht weiß, was danach kommt. Weil es sind immer so fängliche Angebote, die man auch nutzen kann. Warum soll ich streamen, wenn ich sie habe? Ich werde die gleich genüsslich einlegen und mir anhören. Ja, so sieht's aus. Und da freue ich mich auch drauf. Ich kann mich Weihnachten zurücklehnen, im Halbdunkeln irgendwelche Bilder mir anschauen, Kopfkino machen und genießen. Dabei einschlafen vielleicht auch noch. Ja, das macht Spaß. Ja. Ein Kollege macht auch Hörspiele und der hört sie sich halt im Auto an. Er hat also TKKG und keine Ahnung, ist sein Bier. TKKG ist nicht jetzt so mein. Ne? Also ich habe es euch gezeigt, ich werde mir Han Solo, wie gesagt, anhören. Und Rogue One. Es macht Spaß. So, da bin ich wieder weg. Das war der 18.12.2018. Star Wars muss sich jetzt jeder selber machen. Heute vor einem Jahr konnte man ins Kino und dann wieder im Kino, 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 Kino. Seit 2015 wurden wir verwöhnt. Ja, 2015 wurden wir verwöhnt mit diesem guten Stück. Ne? Das Erwachen der Macht und dann starb er in der 101. Minute da. Dann wurden wir verwöhnt mit Rogue One 2016. Das hat ja richtig gepfeffert, das hat ja richtig Spaß gemacht. Ja, dann kam der umstrittene Teil. Original-Hörspiel zum Kinofilm. Da werden also auch die Originalstimmen zu hören sein. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Ob der wirklich 1:1 übersetzt wurde, weiß ich jetzt auch nicht. Steht nämlich leider nicht dabei. Ja? Steht leider nicht, wie lange die im Original laufen. Also wenn das Original ist, dann laufen die auch so lange, wie der Film gelaufen ist. So, wollen wir hoffen. Ich bedanke mich total recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ja, wie gesagt, Chewbacca kommt nicht. Keine Ahnung, was da abgelaufen ist. Das war, also da wollte einer irgendwie, ach, ist doch klar, wenn 1 Million Leute anklicken bei Amazon und wollen Chewbacca für 18 Euro haben
und die Firma liefert überhaupt nicht, dann haben die 1 Million mal 18 Euro, wenn du versteht, was ich meine. Ne? Sind ja nicht alle so hinterher wie ich jetzt hinterher, und weil der Kunde für mich sehr wichtig war. Jeder Kunde ist für mich wichtig. Und wenn ein Kunde unbedingt was haben möchte, bekommt er das auch. Ja, so einfach ist das. So, und das jetzt hier war für mich persönlich. Und deswegen schließe ich jetzt auch, bedanke mich. Macht's gut, habt schöne Weihnachten. Wie gesagt, am 24.12., 25.12. mache ich dann nochmal. Ich hoffe, dass dieser Teaser dann auch wirklich erschienen ist, so wie es angekündigt wurde. Ja, dann haben wir was Tolles am Weihnachten zum Unterhalten. Hier bei Facebook unter Star Wars Freunde A bis Z können wir da richtig posten, uns unterhalten. Was wird da auf uns zukommen? Dann können wir wieder recherchieren bei YouTube, weil die Amerikaner uns dann wieder irgendetwas da sagen werden. Ich meine, es macht richtig viel Spaß, so ein Hobby zu frönen. Für mich ist es nur ein Hobby, mehr ist es nicht. Und es macht wirklich, wirklich viel Spaß, mit diesem Hobby zu arbeiten, bei diesem Hobby mit euch zusammen zu philosophieren. Was anderes ist es auch nicht. Es ist, es bleibt Spielwaren, nichts anderes. Spielen für Erwachsene, Spielen für Kinder. Demnächst Galaxy of Adventures.